Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die, Kinder der Stadt. Mit dabei ist hier vor mir, wie immer, die Xyra in Action. Hallo! Hallo! Wen haben wir denn hier? Der Abonacho. Hallo. Und alle hochkonzentriert. Und die anderen beiden finde ich gerade nicht. Das sind einmal der Nordisch. Guten Tag. Und last but not least, der Bad in Trouble. Moin, moin. Moin. Schön, dass ihr wieder an der Beine seid. Hört ihr wohl auf Xyra zu hauen. Jetzt habe ich auch noch eine Blutung verflucht. Da hat der Weg bei mich gerettet. Ja. Jetzt laufe ich dir immer hinterher, um dir zu danken. Wie sieht es denn aus mit der 762? Ich habe jetzt gerade erstmal ein paar Shotgun-Shades hergestellt. Ich stelle jetzt direkt die 762 für dich weiter her. Ach verdammt, der Zombie. Dieser blöde drei, Hund. Drei. Moment. Also hier wollt ihr definitiv die Mauer einsetzen, ja? Ja, hier wo die Weaver Frames sind. Moment, ich habe noch Bullet-Tipps mitgenommen. Wo sind. Ach, da sind die, okay, alles klar. So, dann brauchen wir noch Stein, ne? Und gut, dann. Ups. Den habe ich versehentlich weggenommen, ich stehe ich wieder hin. Ich musste. Ich musste Schießpulver aufsammeln, was ich eben gedroppt habe hier. Deshalb. So, Abo. Ich bin hinten. Ach, das bist du, okay. Pass mal auf, damit du dich hier ein bisschen verteidigen kannst. Sehr schön. Sag mal, schweben die Steine bei euch auch? Yep. Ja, und da ist ein schwarzes Loch, deswegen schweben die. So, erstmal die schon fertig sind, sind jetzt gerade erstmal nur 59 Schuss, die hier liegen, aber an der ersten Arbeit. Mädels, ihr kriegt da hinten Besuch. Was heißt denn, wer denn ihr denn? Ah! Okay, in Ordnung. Wer sind denn Mädels und wer ist hinten? Na, ich denke mal, dass ihr alle auf dem Bauplatz seid. Mhm. Ja. Ja. Frage beantwortet? Ach komm, den Rest mache ich mit Hand hier. Ja, so. Mache ich jetzt auch. Gute deutsche Handarbeit. Sind wir überhaupt alle befreundet? Also wenigstens auf dem Papier wenigstens. Wow, sag mal. Ey. Lässt du ihn wohl in Ruhe? Ja, danke. Bitte. Level 12. Nordisch. Warte. Warte. 15. Oh, Spider. Spider. Wo sind die? Hinten an der Schmiede werden sie sein. Ich stand in dem drin, deswegen konnte ich ihn nicht mehr sehen. Einer ist im Parkhaus gewesen. Oh Mann, da ist ein Grimmel. Oh, Führer. Oh mein Gott. Die kann manchmal so süß sein, ne? Eins, zwei, da war am. Ja, können. Wenn sie wollen. Ne? Wenn sie wollen, können sie. Ja. Nein, ich muss an dieser Stelle aber sagen, sie ist immer süß. Natürlich. Musst du das sagen? Nein. Ich höre einen Hund knurren. Mhm. Irgendwo hier beim Parkhaus. Ja, direkt vor der Tür. Nicht gut. Oh, falsche Waffe. Falsche Waffe. Oh, nee. Warst du das oder war ich das mit dem Bogen? Nee, das warst du. Mit einem Schuss? Ein Hund im Laufen mit einem Crossbow? Ja, ich treffe mich verflucht. Ich wollte warten, Thema bis er gerade kommt, aber du hast ihn gut getroffen. Na, mach doch mal jetzt. Das Haus, also oder die Häuser, die wollten wir jetzt wirklich nur aus Holz machen, ne? Ja, wir hatten ja gesagt, also wir können unten natürlich einen Socker schön hinsetzen. Wenn du natürlich rosa Plüsch vorschlagen würdest, steht dir das frei. Nee, aber so hinter der Mauer und so, das passt denn ja schon. Weil dann würde ich nämlich langsam anfangen, Ja, wir brauchen Stein unbedingt, ne? Damit wir Cobblestone herstellen können. Ja. Ja, da müssen wir theoretisch, wäre das Klügste, wenn wir nochmal in irgendwo unter Tage gehen, ne? Ja, wollte ich. Auf der Straße. Hat noch jemand eine Shotgun gerade in der Hand irgendwo? Ich ja. Brauchst du Munition dafür? Kannst du mir gerne geben. Haben wir denn überhaupt schon Zement, damit wir Cobblestone herstellen den können? Den können wir recht schnell herstellen. Das Material dafür haben wir. Ist schön, erstmal ein paar Schuss. Hast du? Ja, hast du. 75. Ja, kommt. Ja, wir kriegen noch mehr, aber ich rette den Rest erstmal oben in die Kisten. Kann er nicht angehen.
So. Soll ich sonst unter Tage gehen und Steine besorgen? Ja, du kannst quasi hinterm Haus einfach dich runtergraben, wenn du möchtest. Direkt runter ist überall Stein. Das kann ich gerne machen. Au, 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 wer ist hier? Hund. Schon wieder? Ein Hund ist ja. Es. Hunde lieben mich. Ja. Oh, das war ein schlechter Da kommt noch einer. Wo? Oh, da kommt nicht mehr. Kann ich mich hier nicht innerhalb der Mauer irgendwo runtergraben? So, rein? Nee, innerhalb der Mauer wäre ganz doof. So, ich schau jetzt mal. Wobei, warte mal, Bad. Weil dann könnte man sich da ja eigentlich quasi so eine kleine Mine einrichten mit. Ja, ich war gerade am Überlegen. Wo bist du denn? Achso, das bist du da hinten gar nicht. Nee, ich bin jetzt vor dir. Nicole? Ja? Was hältst du davon, wenn wir hier so kleine Ecktürmchen hinmachen? So? Ich bin gerade drin, weil ich will da den Zementmold herstellen, aber ich guck gerade mal nach unten. Ich stehe jetzt hier links an der Ecke von dir aus gesehen. Ja? Da hocke ich jetzt. Ja? Wenn wir hier so kleine Ecktürmchen hinmachen, dann könnte Bert sich nämlich hier quasi eine Mine runtergraben. Ja, das stimmt. Ja, können wir machen, ja. Ja? Vorsicht, Biene. Wir haben Zombies im Haus wieder. Die standen direkt bei uns oben vor der Tür. Ich guck mal eben nach den Türen. Ich komm mit. Metall war. Wo war jetzt nochmal normales hier, Eisen? Hier sind, du meinst die Ingots, ne? Ja. Die sind hier, guck ich drauf. Ah, okay. So, ich hol mal eben den Spucker raus. Dann mach ich mal eben. Du hast gesehen, wo ich das Fake gemacht habe. Mhm. Da kannst du dich quasi. Oh, eine Pistole, Munition und wer möchte haben? Achso, mit Zementmold hatten wir jetzt noch nicht. Also Munition kann ich sehr gut gebrauchen. Eine haben wir. 9mm. Aber noch nicht in Gebrauch, richtig? Doch. Ich bin dann am Bienenangang. In der Forge. Im Parkhaus? Ja. Achso, okay. Tja. Genau. Gut, dann würde ich sonst. Ich muss mich hier erstmal wieder entleeren. Oh ja, das ist. Wenn ich leer bin, würde ich sonst mich mal daran machen und schon mal Cobblestone herstellen. Wett. Hier wird dann der Eingang sein. Ja, okay, dann buddel ich mich. Am besten direkt hier, direkt an der Ecke. Richtig nach unten. Nur, dann buddel bitte unter dem Teilstück. Moment. Nee, dass du hier unter den dreien auch noch drunter wegbuddelst, da setzt man auch Reaper Frames drunter. Ja, okay. Xyra, das ist komisch, die muss durchs Dach gekommen sein. Die stand aber draußen vor unserer Tür, die Schwester. Okay. Weil die Tür im Treppenhaus, die ist noch heile. Ich krieg die Dann Leiche ist sie wahrscheinlich weg. Durchs Dach gebackt. Okay. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt gerade mal die Räume ab und guck mal nach, ob die von oben irgendwie ein Loch. Aber es sieht nicht so aus. Oh doch. Alles klar. Oh. Habe ich noch Woodframes? Nee, habe ich nicht. Okay. Moment, ich komme sonst mal zu dir. Bist du hoch oder runter? Das war ein Meisterschuss. Achso. Das war ein absoluter Meisterschuss. Entschuldigung, war mal alleine. Aber alleine hier drüben. Ist ja sehr nett, dass du mir die Tür aufhalten möchtest, aber nicht vor der Nase zu. Hier ist ein ganz kleines Loch. Ein ganz kleines. Ja. Das ist das Unterlicht. Das haben sie halt kaputt. Hast du Frames oder? Ja, aber die reichen für dieses Loch nicht. Ich hab 6 Stück nur. Okay, dann hol ich doch mal die schnell weg. Und die Leisten sind übrigens 6 weg Stück hier. Fehlen noch. So, wäre nett, wenn jemand Leitern herstellen würde. Ich kann dir ein paar geben. Mhm. 7 Stück kann ich dir geben. Das heißt, nee, 5. 2 brauche ich einen Ersatz. Wo bist du denn? Hier unten. Gucken wir mal, wie sie die runterschmeißen können. Sarah, du bist noch hier, ja, ne? Aber ich mach hier, unsere, ja. Ich mach mal unsere Tür wieder zu. Und, hast du? Wo kommen jetzt auf der Haupteingang hin? Da oben rennt, glaube ich, auch eine rum, ne? Nicht. Nee, hab ich nicht. Wir können ja mal kurz hochgehen gleich und mal luschern. Warte mal, ich sehe gerade ein bisschen Holz habe ich hier auch noch. Kannst du schon mal so hochgehen und ich mache hier mal eben dicht oder so? Jo, ich gehe schon mal. Ah. Scheiße. Weil dann mache ich schon mal ein paar Leitern. Moin Nordisch. Oh, verdammt. Ich muss hier mal ganz kurz. Ich hab's mir nämlich gedacht. Ich habe auch Holz dabei. Wieso erinnert mich das an eine ganz alte Minecraft-Folge? Ich weiß. Bad? Ja? Eine Sekunde noch.
Ich bin schon dabei, ich habe noch Holz dabei. Ja, ich musste ja erstmal. Achso, du hast Holz. Ich habe Holz dabei. Ich mein, ja, okay. Ups. Haben wir hier nicht noch in einer Kiste. Erde hatten wir doch noch irgendwo. Brauchst du noch mehr Leitern, Bett? Sonst. Ich habe bis jetzt noch gar keine Leiter gekriegt. Nee, Nordisch macht gerade, der ist ja runtergefallen. Kommen wir denn. Achso, machst du da wirklich welche Nordisch? Oder? Ja, ich mein, ja. Sonst. Nein, sonst mache ich gerade. Okay, der Speicher. Okay, alles klar hier. Passt schon. Das ist, ich wollte nicht. Ich merke hier so eine gewisse Liebe in der Luft. Ich wollte das nicht lieber. Das war wertungsfrei. Also warum platzen, das kann ich nicht reinsetzen. Also ja, sonst. Also was brauchen wir jetzt am ehesten? 9mm Bullets brauchen wir, glaube ich, noch ein paar, ne? Oder? Ja, da brauchen wir noch welche. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ich hatte doch irgendwas vor. Vorsehen! Und ich könnte noch ein paar 762 brauchen. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Aber dafür habe ich auch fast überall einen Treffer. Oh, aua. So, jetzt solltest du Platz haben. Oh, sehr schön, Kartoffel. Ja, wie hast du das gemacht? Ja, Destroyed Stone hätte ich eigentlich wissen müssen, da hätte ich nichts dran. Aber jetzt ist mein ganzes Zeug da unten, ne? Ah, toll. Nee. So, das kannst du aber ideal, wenn du mal so ein Special machst, schnipseln. Nee, das sah gut aus. Er legt die Leiter ran, hörst noch klang, 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 klang und er fällt um. Ja, und er wusste vorher, dass er sich nicht dran hält. Das ist die besten Zutaten für den Schnipsel. Hätte ich dran denken müssen, ja. Und ich hab's trotzdem. Ja, dann, Bert, dann wie kommst du jetzt da raus? Das ist eine gute Frage. Wo ist denn jetzt mein... Wie, du bist ja immer noch drin. Wo ist denn mein... Auf diese Frage gehe ich jetzt nicht ein. Leute, was hab ich denn vor? Das Problem. Ach stimmt, ich wollte Woodpacks machen, damit ich die Häuser hier fertig machen kann, ne? Das würde ich aber jetzt momentan tatsächlich erstmal mit warten. Wieso? Ja, wir haben jetzt die Mauer abgesteckt. Wir brauchen erstmal Stein, um eine Mauer bauen zu können. Cobblestone wollte ich machen. Moment, deswegen doch der Zement. Das kommt davon, wenn ich mich so schnell ablenken lasse. So. Gut, dass ich in deiner Nähe war. In meiner? Na, wer ist denn das hier? Nordisch. Achso, wollte gerade sagen, kriege ich jetzt gar nichts mehr mit? Nein. Du kriegst nie was mit. Das habe ich nicht gesagt. Moment. So, dann kann ich ja... Boah, ernsthaft. Ich will ja auch ein bisschen mithelfen. Das ist nett. Das sieht ja wieder schlimm aus hier unten. Ach, eigentlich wollte ich in die Buchhandlung mal eben. Kann ich irgendwas Praktisches hier mal mithelfen? Nur wenn du Munition machst, weil ich habe nur noch 18 Schuss. Aber ich muss jetzt auch nach oben. Bin ich dabei? Ja, nein. Ich will gerade mal. Ich mach gerade 9mm und danach stelle ich die anderen her. Stimmt, was erzähle ich denn die ganze Zeit von Cobblestone? Ist doch totaler Blödsinn. Wir brauchen gar keine Steine, wir brauchen nur Zement. Okay, Zement ist trotzdem nicht drin. Ich will jetzt gerade ein bisschen Gravel nachschmeißen. Du kommst ja nicht raus. Ich merke das schon. Du kommst hier nicht raus. Ich brauche ein Werkzeug. Was machst du da unten überhaupt? Okay, das heißt, ich kräfte dann jetzt weiter. Wir brauchen Stein. Komme ich hier nicht hoch. Ich schmeiß Gravel rein, dann haben wir gleich noch mal ein bisschen Zement. Willkommen, wo bist du? Ich geh doch vor dir. Also. Hast du jetzt noch welche gemacht? 9mm, 7,62 sind jetzt gerade dran. Ich das ist gut, wenn ich schon mal Die Shotgun-Bullets, die... Oh doch, warte mal, ich habe hier, aus irgendeinem Grund habe ich noch 130 Schuss. Das ist gut, die kann ich nicht brauchen. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, Holz mitzunehmen. Okay, so bitte. Echt gerade ein bisschen bäh. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Soll ich dir mal ein Woodframe davor stellen und du machst noch eine Leiter ran? Mach mal eine Leiter ran und versuch dann mal hochzukommen. So. Hast du noch eine Leiter? Was soll's? Geil jetzt. Oh, jetzt. Oh Mensch, du bist aber auch, ne? Manchmal bist du ja ein Fuchs, ne? Ja, kann ich dir über die Straße helfen. Ach, du hast hier... ja, ging nicht anders. Hast du wegen Nordisch. Okay, das heißt... Nordisch. Hier, wo Bert reingegangen ist, müssen gleich Dinge rein. Ach so, und Bert? Ja. Na gut, jetzt bist du schon unten, aber da unten müsst du eigentlich... Also unter den... liegenden Weaver Frames. Musst jetzt mal gucken, wo du noch die Stone wieder reinschmeißen musst. Mach ich.
Warum ist der Woodframe hier? Ja, damit du da hochkommst. Aus irgendeinem Grund ist das ein bisschen buggy. Achso. Da ist auch eine Leiter dran, ja. Oder was? Geht nicht? Dann packe ich da Woodframes hin. Weberframes hin. Nee, geht doch. Irgendwie ist das super. Die 762er verbraucht ja echt Munition, ne? Stimmt, das hat ja gar keinen Halt hier. Ja. Aber die ist verdammt wirksam. Was ich hier eben weggeschossen habe, das ist schon heftig. Ja. So. Also, ja. Wir haben jetzt 199, keine Ahnung, warum da einer fehlt, 9mm, 126 Shotgun-Shells packe ich nochmal rein und 88, 762. Warum habe ich eigentlich nie die Bandagen? Das weiß ich nicht. Ich hab sie häufig in der Leiste, aber immer nur dann, wenn ich sie nicht brauche. Also, mit dem Bullen wird schwer hier. Jo. Mit dem Bullen wird schwer? Ja, weil hier scheint das alles nur Sand zu sein. Warte, ich habe eine blaue Schaufel. Ich habe eine blaue Schaufel. Dann lass ich ja noch buddeln. Oh, ich sehe hier gerade, du hast hier komplett unter dem Weaver-Frame alles weggeholzt. Okay, dann müssen wir den ein bisschen breiter machen oder du musst da wieder hin tun? Ja, nee, das Problem ist, müssen wir breiter machen. Das hält hier alles nicht. Weil ich stoße hier dummerweise nicht auf Gestein gerade. Nicht? Nein. Ja, hier irgendwo eine Sumse. Okay. Ja. Noch ein bisschen tiefer. Pass auf, ich komm mal runter. Ich hab da eine Schaufel. Vielleicht kann ich, wenn du sagst, da ist nur Sand. Wieso beunruhigt mich das gerade? Was? Okay, ich bring jetzt mal schnell ein paar Sachen weg. Sonst kann ich nicht craften. Was heißt beunruhigt dich? Ey, ohne mich würdest du immer noch an diesem Loch da festhängen. Und das wirst du dir jetzt die nächsten 6 Folgen anhören müssen. Du wirst lachen, ich hänge hier schon wieder fest, weil die Leiter schon wieder zur Hälfte weg ist. Okay. Und da unten ist Sand, siehst du, ja? Hier ist eigentlich nur Sand. Hier ist nichts anderes. Also, okay. Beziehungsweise Dirt. Das heißt, dann bringt es nichts, weil wir brauchen gar keinen Sand, ne? Oder? Dirt. Habt ihr Zement schon gesetzt? Gewächshaus brauchen wir Dirt. Ja, er muss einfach noch ein bisschen tiefer. Und wenn du da Probleme hast... Moment, ich gehe mal eben... Hier, wo du denn, mir was, wenn ich hier runtergehe? Oder? Nein, spring mal. Bert, hinter den Leitern. Ja, da machst du nochmal eine Woodframe-Batterie hoch und dann hast du auch keine Probleme mehr. Nö, sag mal. Da ist ein Hund. Hier ist überall Sand und schon stoße ich auf Stein. Gibt's doch nicht. Hier ist der Hund. Ja gut, dann kannst du dich ja quasi um die Leiter kümmern und... Ich habe kein Holz. No. Ich kann dir ein paar Woodframes geben, Bergwall. So, ich warte hier, da unten liegt Holz. Bergwall? Ja. Hier. Bitteschön. Okay, danke. So, jetzt bringe ich aber endlich mal die Sachen weg. Alter. Soll ich das hier weiter aushöhlen oder nicht aushöhlen? Also ich muss jetzt hier langsam irgendwo... Hinter den Leitern die Woodframes setzen. Hab ich geblutet? Genau. Verdammt. Was? Ja, nein, aber was? Hinter den Leitern die Woodframes setzen. Weil die ansonsten nicht halten. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich gib sie dir mal, Dad. Mach mal. Nicole? Ja? Die Woodframes packe ich wieder oben rein, ne? Wo sie hingehören. Ja. Also ich glaube, hier noch mehr Sand wegschippen ist nicht gut, ne? Dann bricht uns das ganze Haus hier weg, ne? Wie viel Sand habt ihr denn gerade? Dann würde ich nämlich schon mal das Gewächshaus ausfüllen. 14, das ist nicht weg. Das reicht. Also nicht. Alles weg, weil alles, was jetzt über dem Block an Sand ist, das muss weg. Ach, da kommen wieder ein paar mehr Zombies hier die Straße runter. Genau. Aber wir haben es auch Ruhe. Naja. Okay. Du solltest nur die eine Seite wegnehmen. Du solltest nicht den kompletten Bau unterhöhlen. Ich hab nur die. Das fällt doch alles hinterher, wenn es Erde ist. Oh, ich könnte ein paar Leitern herstellen, sonst eben. Nicole, du hast 9 mm, ne? Ja, unter anderem. Also ich muss erstmal Stickies herstellen und dann kann ich die Leitern machen. Ich will doch einfach nur. Lass dir Zeit, keine Eile. Naja. Wir sind hier ganz alleine. Stimmt, Zement nachfüllen und Holz. Welche Farbe hast du denn da? Ach, Zement nachfüllen, sagst du?
Waldfarbe hast du? Also, ist dir schon klar? Lila, ich glaube, ist dir schon klar, dass deine Pistole zittert ja mal im Video ganz schön. Ne? Du zitterst richtig. Und das würde ich auch tun. Ich habe 282 Schuss und ich kann auf welche Richtung. Sexy. Wo hast denn du die Zementmold? Also die Zementschmiede? Parkhaus. Achso, okay. So, Leitern sind unterwegs. Ja, mach doch mal. Ich verkleide die mal ein bisschen, damit das schicker ist. Ach so, machst du gerade? Okay. Dann kümmere ich mich nämlich weiter um die Riverfans. Wenn ich Holz hätte. Da war, wo ich eben dran war. Da ist das Gravel drin. Ja, ich weiß. Ich muss so ein bisschen Holz noch holen. Okay. Ohne Holz brennt es so schlecht. Nimm Kohle. Das brennt deutlich länger. Und ja, aber Kohle so brauchen mit. Wir nun auch für die Munition. Deswegen benutze ich das so ungern. Ah, okay. Welcher war dann noch Kohle in der Mine? Oh ja, reichlich. Dann kannst du die oberste Leiter mal weghacken und dann noch einen Frame draufpacken. Das ist uns unmöglich für mich da hochzukommen. Ach, warte mal. Okay. So. Also Kohle, das sind noch zwei Kohleadern auf jeden Fall. Ach so. Vorsicht, Vorsicht, Vekroy. Ja. Durch die Frame spuckt er aber nicht durch. Nicole? Oh, Hornisse, Hornisse. Die sind leise hier, ne? Oh, komm, komm mal. Was denn? Ja, natürlich doch. Nimm den Honig mit. Bert, nimm den Honig aus der Hornisse mit. Habt ihr sie abgeschossen? Mann, ey. Ja. Ja. Und dann kommen wir einmal zu mir. Ich bin hier. Ja, ich weiß nicht, sind wir schon wieder am Ende? Diesmal dachte ich, ich beende jetzt auch mal die Folge, weil jetzt habe ich es gesehen. Bert? Ja? Hier. Damit kannst du nämlich, dann hast du Ausdauer, kannst du auch besser hacken. Ja, dankeschön. So, okay, dann sagen wir es ganz brav. Tschüss, gute Nacht, auf Wiedersehen. Ich habe noch einen Buchhandel davon. Wiedersehen. Ciao. Okay, tschüss. Tschüss.